Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Mikrocontroller-Kurses. Heute geht es darum, die Aufgabe aus der letzten Folge zu lösen. Da ging es ja darum, wie man aus Ports liest bzw. in Ports schreibt. Dazu haben wir uns folgende Aufgabe vorgenommen. Es ging wieder um den Kaffeeautomaten und der Kaffeeautomat sollte über LEDs anzeigen, welches Getränk denn gewählt worden ist. Und die LEDs waren hier unten an den Ports P3 bis P5 angeschlossen. So, ich mag das mal an. Und die Eingabe erfolgt jetzt nicht mehr über die serielle Schnittstelle, sondern entsprechend über Ports. Das heißt, wir müssen hier aus diesem Ports 0 bis Ports 2 entsprechend lesen. Und das sieht folgendermaßen aus, dass wir hier drei Schalter haben. Gucken uns mal den ersten Schalter an. Das heißt, wenn hier ein Getränk gewählt worden ist, dann ist dieser Schalter gedrückt und letztendlich dieser Port mit der Versorgungsspannung angeschlossen, verbunden. Falls der Schalter nicht gedrückt ist, dann ist dieser Port mit Masse verbunden. Also, wenn ein Getränk gewählt worden ist, dann entsprechend auf High und wenn das Getränk nicht gewählt worden ist, entsprechend auf Low. Und es sah die Aufgabe so aus, dass wenn der Taster 1 gedrückt worden ist, dass dann die LED hier an Port 3 entsprechend leuchten soll. Das heißt, wir haben hier einmal drei Port-Pins, die zur Eingabe für die Eingabe vorgesehen sind. Und drei Ports für die Ausgabe. Für die Ausgabe brauchen wir nicht zu konfigurieren. Da schreiben wir eine 1 rein, wenn die LED leuchten soll. Beziehungsweise eine 0, wenn die LED nicht leuchten soll. Bei der Eingabe sieht das ein bisschen schwieriger aus. Da müssen wir zunächst einmal die Ports entsprechend konfigurieren. Okay, gucken wir uns den Port mal an. Also der Port ist der Port P1. P1, der besteht entsprechend aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Portpins und diese drei Portpins hier, die sind dafür da, um daraus lesen zu können. Und diese drei Portpins hier, in die möchten wir schreiben. Und diese beiden Portpins, die benötigen wir gar nicht. So, an diesen drei Portpins brauchen wir nichts zu ändern. Dort schreiben wir eine 1 rein, wenn wir entsprechend schreiben wollen. Hier bei diesen drei Portpins, die müssen wir auf 1 setzen, damit wir daraus lesen können. Und hexadezimal bedeutet das entsprechend, wir müssen in den Port 1, P1, muss dann gleich, die letzten Bits müssen 1 sein. Hier können wir eine 0 reinschreiben. Damit zu Beginn keine LED leuchtet. Und hier schreiben wir dann einfach auch mal Nullen rein. Das heißt, P1 muss gleich sein 0x07. Und dann können wir entsprechend hier das Signal, was wir hier erhalten, entsprechend dort wieder ausgeben, so dass wenn wir diese Taste hier betätigen, entsprechend diese LED hier unten leuchtet. Okay, gucken wir uns das Ganze mal im Programm an. Moment, da haben wir es. Wir müssen zunächst einmal die einzelnen Ports definieren. Das heißt, das machen wir hier oben einmal. Da haben wir ein S-Bit für die Eingabe Kaffee meinetwegen, Eingabe Kaffee, und das soll dann auf den P1 0 sein. Ich kopiere das mal dreimal rein. So. Das heißt, wir haben noch eine Eingabe Espresso. Das haben wir entsprechend auf den Port Pin 1.
Und dann haben wir eine Eingabe Cappuccino. Cappuccino. Das haben wir dann entsprechend auf dem Port Pin 2. Dann brauchen wir noch entsprechend für die Ausgabe. Den ganzen Block auch mal darunter. So. Für die Ausgabe brauchen wir auch entsprechend Portpins. Und zwar haben wir die Ausgabe-Café. So, Ausgabe. Auf lateinisches U. Ausgabe-Café. Und dann haben wir Ausgabe-Espresso. Und entsprechend die Ausgabe-Cappuccino. Und den Ausgabe-Kaffee-Port, den haben wir auf 5 gelegt. Den Espresso-Port entsprechend auf, nein gar nicht wahr, auf 3 gelegt. Den Espresso entsprechend auf 4 gelegt. Und Cappuccino entsprechend auf 5 gelegt. So, dann damit haben wir die einzelnen Port-Pins definiert. Der komplette Port ist, wie wir beim letzten Mal schon gesehen haben, in der REC 51.5H entsprechend konfiguriert, sodass wir dann entsprechend loslegen können. Zunächst einmal, das machen wir am Anfang von Main, zunächst einmal setzen wir den Port, wie eben beschrieben, auf 0x07, hoppla, da fehlt eine 0. Auf 0x07, so dass wir die letzten drei Bits gesetzt haben, und in der While-Schleife können wir dann entsprechend unser Programm so schreiben, dass die Information, die über die Taste eingegeben wird, letztendlich auf die LEDs wieder ausgegeben wird. Das heißt, da schreiben wir Ausgabe Kaffee gleich Angabe Kaffee. Das heißt, er liest letztendlich die Eingabe Kaffee aus und gibt die Information auf Ausgabe Kaffee entsprechend wieder aus. Und das gleiche machen wir mit den anderen Getränken auch. Und zwar war das einmal Espresso. Einmal Espresso. Und einmal Cappuccino. So. Kompilieren wir das Ganze einmal. Okay, damit ist er fertig. Wir schieben das Ganze mal auf den Emulator. So, da sehen wir schon den Port 1. Und starten das ganze Programm einmal. So, wir sind beim Start der Software schon alle drei Pins auf High geschaltet. Das heißt, die nehme ich erstmal zurück, so dass die Schalter in der Grundstellung stehen. Das heißt, es ist kein Getränk ausgewählt. Und wenn ich jetzt hier einen Kaffee wähle, dann leuchtet auch entsprechend die LED. Nehme den Kaffeewunsch mal zurück, mache das gleich mal mit Espresso. Da leuchtet auch die entsprechende LED, und wenn ich Cappuccino auswähle, dann funktioniert das auch entsprechend.